Hallo und herzlich willkommen zur Videotutorial-Reihe RPG in the Box. Ich bin Carsten und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Charakter mit Animationen hinterlegt. In der letzten Folge haben wir unsere Karte erstellt und haben festgestellt, der Charakter bewegt sich ja, sehr wenig animiert und das wollen wir jetzt nachholen. Dazu benutzen wir den Voxel-Editor, um unserem Charakter Rex eine Animation hinzuzufügen. Wir öffnen also den Charakter über die Schnellauswahl, beziehungsweise könnt ihr links in der Auswahl über Charaktere könnt ihr den Rex öffnen mit einem Doppelklick. Und hier haben wir unseren Rex. Die Ansichten unseres Charakters können wir unten über das Dropdown definieren. Front, Back, Left, Right, Top und Bottom können wir uns aussuchen, wie wir ihn sehen wollen. Wir können auch eigene definieren, wie zum Beispiel, wenn wir hier oben auf diesen Charakter-Tab klicken, sehen wir unseren Charakter in der Vorauswahl. Man sieht hier relativ schlecht, wie er aussieht. Das heißt, wir können uns hier so ein bisschen eine Perspektive für ein Porträt nehmen, können diese einspeichern als Porträt und könnten hier jetzt damit ein Porträt aufnehmen. Halt, nein, nicht das Porträt, das war das Falsche. Ich glaube, das war es. Capture Thumbnail, genau. Und so sehen wir unseren Charakter jetzt perspektivisch, sodass wir uns besser vorstellen können, was er ist. Und damit wollen wir mit der Animation beginnen. Für die Animation werden wir jetzt also Bereiche definieren, die wir animieren wollen. Dazu haben wir unten den Animationstab. Der Animationstab verwaltet die Frames. Das sind quasi Einzelbilder unseres Charakters. Wir haben momentan einen von einem Frame. Wir können hiermit ganz an den Anfang, eins nach links, eins nach rechts, ganz ans Ende gehen. Wir können einen neuen Frame erzeugen. Wir können einen Frame duplizieren. Wir können ihn löschen. Wir können sie verschieben. Und prinzipiell läuft das jetzt folgendermaßen ab. Für eine Animation brauchen wir eine Abfolge von Bildern, die wir in einer Sequenz abspielen. Das heißt, als allererstes brauchen wir zu unserem Charakter weitere Bilder, um die Sequenz darzustellen. Mein Rex soll jetzt in der Animation zwinkern, wenn er nichts zu tun hat. Das heißt, im ersten Schritt werde ich ein Duplikat vom ersten Frame erzeugen über diesen Copy-Button hier unten. So, damit habe ich ihn kopiert. Jetzt möchte ich, dass sich die Augen schließen. Das heißt, ich fange jetzt an, die Augen kleiner zu machen und ich brauche einen weiteren Frame, in dem die Augen ganz geschlossen sind. Und damit habe ich meine Animation per se erstmal fertig. Wir müssen sie jetzt nur noch zeitlich steuern. Dazu brauchen wir eine neue Animation, die wir hier unten auf diesem Plus-Button hinzufügen können. Das Ding braucht einen Namen und hier über das Lupensymbol haben wir ein paar vorgefertigte Namen, die von der Engine berücksichtigt werden. Das, was ich haben will, ist Idle. Mein Charakter hat quasi nichts zu tun. Es gibt noch andere Sachen, die berücksichtigt werden. Laufen, interagieren, angreifen, erscheinen, sterben, wiederbeleben. Dann gibt es noch Klettern, Schieben, Ziehen und diese Animationen mit Himmelsrichtung sind für Billboard-Sprites. Das behandeln wir ein andermal. Was wir jetzt machen wollen, ist Idle. Ich wähle das aus mit Doppelklick oder Anklicken und OK und sage, mein Startframe ist die 1, mein Endframe ist die 3 und jetzt brauchen wir noch den Typ der Animation. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Der Loop ist quasi eine Folge 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es geht quasi immer im Kreis. Bei Ping-Pong ist wie beim Tischtennis hin und her 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Ons ist quasi 1, 2, 3, Clamp ist 1, 2, 3 und bleibt bei 3 stehen, während Ons bei 1 wieder endet. Und Ping-Pong-Ons ist quasi einmal vor und zurück, also 1, 2, 3, 2, 1. Was wir jetzt haben wollen, ist Ping-Pong. Das heißt, wir haben ein offenes Auge, das schließt mit 2, ist geschlossen bei 3 und geht dann langsam wieder auf. Also Ping-Pong. Hier geben wir ein die Zeit in Frames pro Sekunde. Das lassen wir erstmal auf 8, das können wir nachher ohne Probleme noch ändern. Und wir haben noch keinen Sound definiert, also war es das erstmal. Wir binden das hinzu und können uns jetzt hier die Animation auswählen. Wir haben Idle und können diese starten und unser Charakter zwinkert. Das Zwinkern ist jetzt natürlich noch nicht so gut gelungen, also ich zeige es nochmal kurz. Der Charakter zwinkert sehr gleichmäßig und das gefällt mir nicht. Eigentlich sollte er längere Zeit die Augen offen haben und dann kurz zwinkern. Und das kriegen wir hin, indem wir auf dem Frame 1 eine längere Animationszeit legen. Das heißt, wir können hier sagen, dieser Frame wird mit einem Verhältnis 8 dargestellt, während alle anderen das Verhältnis 1 haben. Und wenn wir die Animation jetzt laufen lassen, zwinkert mein Rex relativ schön. Ich würde es noch langsamer machen, das ist mir immer noch ein bisschen zu viel Gezwinker. Wir machen das mal auf 12 und starten das nochmal. Und jetzt haben wir eine schöne Animation. Okay.
Damit haben wir unsere erste Animation für das Zwinkern hergeleitet. Jetzt brauchen wir noch die Laufanimation. So, um unseren Charakter laufen zu lassen, brauchen wir jetzt weitere Sachen. Wir brauchen erstmal wieder die Ausgangssituation. Das heißt, wir haben unseren Frame 1, in dem wir ganz normal dastehen. Wir wollen ja nicht mit geschlossenen Augen starten, also nehmen wir den, kopieren den und schieben ihn ganz ans Ende. Das machen wir hier drüben mit dem Frame verschieben auf Frame 4 sind wir am Ende. Wir können nochmal gucken. Offene Augen, halb geschlossen, geschlossen und wir gucken ganz normal. So, jetzt fangen wir an, die Bewegung durchzuführen. Das heißt, mit der Bewegung wollen wir auch wieder einen Ping-Pong-Effekt haben, dass wir im Stillstand sind, linkes Bein nach vorn mit rechtem Arm, dann wieder normal und umgedreht. Okay, das machen wir jetzt als nächstes. Das heißt, wir haben jetzt die Ausgangssituation, kopieren den Frame und fangen an, unsere Arme zu verschieben. Das heißt, wir fangen hier an, rechter Arm nach vorne, wir markieren die und wenn wir den Bildschirm richtig ausrichten, können wir hier oben die markierten Pixel verschieben. Nach oben, unten, links, rechts und wir können sie auch drehen. Das heißt, wir bringen jetzt hier unsere Arme nach vorn. Ist mir ein Pixel abhanden gekommen. Ist aber nicht schlimm, dann fügen wir den einfach wieder hinzu. Und ich mache das auf der anderen Seite genauso, dass ich aber hier die Voxel, nicht Pixel, nach hinten verschiebe. Und gleichzeitig sollen meine Beine nach vorne gehen. Das ist ein bisschen sehr viel, finde ich. Okay, machen wir es mal so. Und dieses Bein geht nach hinten. Und dann brauchen wir einen weiteren Frame, in dem wir wieder in der Ausgangssituation sind. Das heißt, wir nehmen den Frame 4, kopieren den und schieben den ans Ende. Und wir kopieren den noch einmal und machen die Bewegung für die andere Richtung. Wir gucken nochmal schnell. 4 ist normal, rechter Arm vor, normal. Da muss jetzt rechter Arm nach hinten gehen. So, der nach vorn. Das Bein nach hinten. Das Bein nach vorn. Und ganz wichtig, speichern. Ich positioniere noch mal kurz auf links und wir, oder auf rechts und wir können uns das Ganze anschauen. Okay, damit kommen wir zur Animation. Wir fügen die neue Animation hinzu und wir sagen, das ist unsere Walk-Animation. Unsere Walk-Animation läuft von Frame 4 auf Frame 7. Mit Ping-Pong im Speed 8 und wir machen das fertig und sagen, wir führen die mal aus. Und er bewegt sich schön, aber halt viel zu langsam. Okay, um das zu ändern, haben wir jetzt die Möglichkeit, über die Model Properties zu gehen. Das heißt, wir können hier in den Model Properties, ihr seid wahrscheinlich noch oben, runterscrollen auf den Punkt Animation, können hier Walk nehmen und können jetzt hier unseren Speed verändern und können einfach mal testen, wie ist das mit 10. Zu langsam. 12. Zu langsam. 16. Ach ja. Ja, okay. Ich sehe mein Problem. Ich habe den Frame mit den 12 mit der um 12-fach erhöhten Zeit kopiert, deswegen dauert alles lange. Mein Fehler, ich mache das raus und damit sollten wir eigentlich die Animation richtig haben. Jedes Bild hat eine einzelne Länge und wir nehmen einen Speed von 5 und schauen uns das nochmal an. Und das sieht ganz gut aus. Okay, das war alles, was wir dazu machen müssen. Der nächste Punkt, den wir haben, ist, wir springen ins Spiel und schauen uns den Effekt an und das ist eigentlich die ganze Magie. Also, ab ins Spiel. Spiel starten. Wir gucken rein. Unsere Welt ist immer noch da. Wir gucken uns unseren Charakter an und unser Charakter zwinkert wunderschön. Wir können irgendwo hingehen und er läuft. Die Animation könnte natürlich ein bisschen schneller sein. Das gefällt mir noch nicht ganz so sehr. Es sieht noch ziemlich doof aus, wenn er über die Fliesen läuft. Das heißt, wir machen die Animation mal auf 10, speichern den ganzen Spaß und gucken uns das nochmal an. Hier ist es tatsächlich so, halt.
Hat er nicht gespeichert. Hier ist es tatsächlich so, dass ihr hier ein bisschen Feintuning machen müsst, dass euch das in eure Engine reinpasst, mit eurer Kachelgröße und den ganzen Animationssachen. Da müsst ihr ein bisschen rumspielen. Ja, das gefällt mir ganz gut. Genau, und schon haben wir einen bewegten Charakter. Und im nächsten Schritt werden wir hier noch ein bisschen bewegte Animationen hinzufügen. Und was mir hier vorschwebt, ist Flüsse einführen, wo das Wasser läuft. Das wird der nächste Schritt. Wenn euch das bisher gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da, gern auch ein Abo, ich würde mich riesig freuen und wir sehen uns. Tschüss!